Eliza aus Italien, Tanja aus Belgien, Jasmin aus den Niederlanden und Nelly aus Deutschland. Sie sind zusammen einfach Fourlicious. Schon 2008 gründet sich die Band, damals noch unter dem Namen Jamira, und hat mit Nelly Marie Bouillard, die aus Kleinmachnow stammt, die Miss Germany aus dem Jahr 2007 an Bord. Nach der Trennung von ihrem Management haben die vier Schönen jetzt ihre Unabhängigkeit erklärt und wollen unter dem Namen Fourlicious mit eigenen Songs die Popwelt im Sturm erobern. Dass alle schon als Model oder Schauspielerin Erfahrung gesammelt haben, kann bei diesem Unternehmen nur hilfreich sein. Fourlicious sind jetzt live zu Gast auf der Zipcouch. Und da sitzen Sie eine schöner als der andere. Die Stimmung ist perfekt hier auf der Couch. Herzlich willkommen Nelly, Eliza, Tanja und Jasmin. Schön, dass ihr da seid. Tanja, du bist ein bisschen der Kopf der Band. Wie wichtig war das bei der Bandgründung und dem Aussuchen der Mitglieder, dass da eine Miss dabei ist, dass da ein Model dabei ist, also dass die alle sehr schön aussehen? Ja, um das ganz klarzustellen, ich bin jetzt nicht die Anführerin sozusagen, sondern ich habe die Band ins Leben gerufen. Also ich bin sowas wie die Chefin, könnte man sagen. Und ich habe die Mädels im Internet gefunden, also ich habe auf Google eben gesucht nach schönen Mädchen in anderen Ländern und die sollten auch bekannt sein in ihren Ländern, denn da bekam man ja auch dann zusätzliche Medienaufmerksamkeit und deshalb sitzen wir auch heute hier, weil sie Miss Germany war und so weiter. Und dann habe ich die Mädchen kontaktiert über Facebook, denn ich hatte ja gar keine Telefonnummern oder E-Mail-Adressen und ich suchte auch Mädels ohne Management. Und die erste, die ich kontaktiert habe, war Nelly. Über Facebook war das und sie hat geantwortet. Sie kam dann nach Belgien und hat einen Studiotest gemacht und hat gesungen und wir haben uns super verstanden. Und dann kam Eliza und Jasmine und ja, ich habe die Mädels gesucht, aber dann habe ich mich auch entschlossen, eben mit den Mädels zu sprechen und sobald ich das getan habe, hat das super gepasst und das passt immer noch. Was soziale Netzwerke alles so anrichten können. Ich erinnere mich an ein Interview nach der Miss Germany-Wahl. Da hat jemand gefragt, hätten Sie Lust an so einer Castingshow wie Deutschland sucht den Superstar teilzunehmen? Und Sie haben geantwortet, nein, ich kann gar nicht singen. Jetzt sind Sie in so einer Girlgroup hier. Was hat sich verändert bei Ihnen? Es hat sich das verändert, dass mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall dazu gewonnen hat und dass ich jetzt, ich habe vorher, wenn dann nur zu Hause gesungen und als wir in Belgien uns das erste Mal getroffen haben, habe ich auch das erste Mal eigentlich vor Leuten gesungen und das Feedback bekommen, Nelly, du hast Talent, aber du musst einfach noch Gesangsunterricht nehmen und die Technik lernen, weil das ist ganz wichtig, das musikalische Gehör hatte ich schon, weil ich auch Klavier gespielt habe und ja, seitdem nehme ich fleißig Unterricht und es macht super viel Spaß, deshalb vorher habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht und jetzt, da wir auf der Bühne stehen und das ja sehr oft machen, gefällt es mir sehr und das hat sich verändert. Man merkt es auch, sie strahlen auch. Eliza, gibt es wahrscheinlich immer noch manche, die sagen, ja, die sehen alle so toll aus, die Modeln alle, die waren irgendwelche Miss Germany oder Miss Belgium oder irgend sowas. Und die sagen, die sehen nur gut aus, aber die können eigentlich gar nicht singen. Da gibt es in der Popgeschichte Beispiele, Milli Vanilli ist so ein Beispiel. Wie geht ihr mit diesen Vorurteilen um? Ja, ich kann die Leute schon verstehen, die so denken, naja, wenn man diese Bilder sieht, dann ist das ganz klar. Und mir ging es auch so, als ich die Spice Girls gesehen habe, da habe ich gesagt, naja. Und das ging mir auch so, als ich die Pussycat Dolls gesehen habe, naja. Oder Fourlicious dann eben. Und natürlich gibt es Leute, die dann genau so reagieren, ja. Aber das gibt es natürlich immer. Es gibt immer Leute, die denken, naja, klar, die können nicht singen. Aber das ist das Gute, wenn man auch wirklich auftreten kann, wie wir das tun. Wir sind nämlich Sängerinnen und Künstlerinnen und wir finden es einfach schön aufzutreten und auch die ganzen Reaktionen dann zu erleben, die dann sagen, ach,
echt? Wow, also ihr könnt ja wirklich singen. Und das ist das Schöne daran. Denn das ist auch das, was man dann erwarten würde. Denn weil wir wissen das ja auch, dass wir das können. Aber natürlich ist es immer schwierig, das anderen Leuten zu zeigen. Ja, und deshalb treten wir auch immer live auf. Das ist total wichtig, um das zu zeigen, dass wir das auch wirklich können und dass wir auch daran glauben. Ich will die Live-Performance auch gleich einfordern, aber wir schauen uns zuerst mal an, wie das dann aussieht, wenn das dann mit tollen Kameras aufgenommen ist und dann auch mal richtig abgemischt ist. Wir schauen uns eure erste Single an und dann hören wir es live hier im Studio. Okay, gut. I'm over you. Da sind drüber hinweg, aber ich bin noch da und Jungs, wahrscheinlich gibt es auch noch in eurem Leben. Wer hat alles einen Freund? So. Okay. Single Ladies. Alle Single Frauen hier. Sie ist ein Single. Ja, und das sieht man ja auch. Entschuldigung, tut mir leid. Das sieht man nicht, gar nicht. Hier mein Ehering. Gibt's ja Menschen, die gehen davon aus, Frauen sind die besseren Menschen? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn Frauen unter sich sind, dann gibt es auch hin und wieder den einen Zoff. Dann wird auch mal so ein bisschen rumgestritten. Wie ist das bei euch, wenn ihr unterwegs seid? Wie werden Konflikte gelöst? Oder wer hält dann zu wem, Jasmin? Ja, da sind natürlich vier Frauen zusammen und natürlich gibt es da Diskussionen. Aber das Lustige ist, dass wir ja auch Freundinnen geworden sind. Und wenn man eben befreundet ist und wenn es da Probleme gibt, dann spricht man miteinander und dann löst man das. Und die Sache ist, dass jeder ja natürlich seinen eigenen Charakter hier hat in der Band, die eigene Persönlichkeit. Und wir haben verschiedene Kulturen und Mentalitäten, aber es passt zusammen. Und wenn es Probleme gibt, dann kontaktieren wir uns immer. Und dann sagen wir, naja, Elisa hat das gemacht und Nelly sagt hat das und dann skypen wir und dann versuchen wir das irgendwie zu klären, weil das muss ja auch klargestellt werden und wir kommunizieren ganz gut. Ja, aber natürlich gibt es Streitigkeiten und ja, das mögen wir auch ganz gerne, diese Zickigkeiten, ja. Das Training für die Beziehung. Okay. Jetzt habe ich versprochen, wir wollen mal sehen und hören, wie sich das anhört, wenn ihr live singt. Wer fängt an? Ich glaube, Jasmin, okay. Oder wer? Yeah, I'll start. Okay. Yeah, sure. Also, ja, ich fange an, natürlich, klar. Over you, live. Also, das ist gar nicht am Anfang des Liedes, aber ich fange an. Time to sit. I'm sorry, see, that's what happens. Das passiert dann natürlich, wenn man live singt, da werde ich ganz nervös. Ihretwegen? Okay, ich fange gleich mal an. Okay. Time to say goodbye, boy. Time to say goodbye, you better do. You'll find someone new. I have made up my mind. Teardrops falling from my eyes. I can't put no other disguise. I'm over you. My mind, I'm over you. I have made up my mind, I'm over you. I've made up my mind, over you, over you, over you. I have made up my mind, I'm over you.
Aber ich bin noch da. You lucky one. Ja, Glück gehabt. Vielen, vielen Dank. Also, Sie haben gemerkt, das ist live, handgemacht, keine Retortenband. Ihr habt das richtig drauf. Sieht wunderbar aus. Ich drücke euch die Daumen für die Karriere, für Furlicious. Und habt ein wunderschönes Jahr 2012. Und wenn ihr dann den ersten Grammy habt, kommt er wieder. Wow. Ja, okay. Thank you very much. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Danke.